Hallo Marc, André Kruska, wie geht's dir? Hallo, danke, sehr gut. Also du bist jetzt seit 2 Monaten in Luxemburg. Wie hast du dich hier eingelebt in Güdlingen? Ja, ganz gut. Also ich habe zwar eine Wohnung in Deutschland, aber habe mich sehr gut eingelebt und die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Und ja, ich denke, die erste Zeit war auf jeden Fall sehr positiv. Und was hältst du vom Niveau von der luxemburgischen BGL League? Ja, ich habe leider noch nicht spielen dürfen oder noch nicht gespielt in der Liga, sondern konnte mir die Spiele nur anschauen, aber ja, das Niveau war schon sehr gut. Also wir haben es am eigenen Leib erfahren, dass wir 2 Spiele auch schon verloren haben. Deshalb denke ich, dass das Niveau sehr, sehr ordentlich ist. Und es sind viele Ex-Profis wie Levan Kenya, Bonfort, Wiesewatsch. Mit welchen Spielen hast du dich jetzt am besten hier befreundet? Ja, ist natürlich klar mit den Deutschen, weil man die Sprache natürlich spricht. Es ist natürlich immer vom Vorteil, dass man mit denen mehr Kontakt hat als mit denen, die vielleicht kein Deutsch sprechen. Ja, deshalb ist das natürlich ja, so gewesen. Und Trainer Dino Topmöller, mit welchen Worten hat er dich überzeugt, nach Luxemburg zu kommen? Hattest du noch irgendwelche andere Angebote? Oder? Ja, ich glaube, wir haben uns relativ früh auch entschieden, oder ich mich früh entschieden, dass ich hier hingehe. Ja, und das Ziel war halt, dass wir in die Europa League kommen. Ne? Und das haben wir jetzt erreicht. Ich glaube, das war so ja, der Hauptgrund auf jeden Fall, warum es mich nach Düdlingen gezogen hat. Was sind die Saisonziele und deine individuellen, persönlichen Ziele für diese? Ja, ich glaube, Saisonziel ist natürlich, dass wir Meister werden. Das, denke ich, steht außer Frage, dass das Ziel sein muss. Und für mich persönlich ist einfach, dass ich gesund bleibe und weiterhin so viele Spiele wie möglich machen kann. Und die Europa League ist dabei sein alles oder möchte die Düdlingen schon Erster oder Zweiter werden in der Gruppe? Ja, ein bisschen die großen Ärger. Ne? Wir haben, glaube ich, eine super Gruppe einfach erwischt auch. Ich denke, das ist perfekt für uns. Ja, können wir uns drauf freuen und vielleicht die Großen mal ärgern und dann mal schauen, was so passiert. Ich denke, dass alle 3 Gegner vom Namen her sensationell sind. Vielleicht die interessanteste Gruppe überhaupt in der Europa League. Aber klar, AC Mailand ist natürlich die Hausnummer schlechthin, ja. Insgesamt einfach auf diesen Club zu treffen, das ist ja im Prinzip ein Mythos, den man da kennenlernen wird, auch dann im San Siro-Stadion zu spielen, ja, das ist schon außergewöhnlich. Auf welchen Gegner freust du dich am meisten jetzt? Milan, Betis oder Olympiakos? Ja, eigentlich alle 3. Also da mache ich keinen Unterschied, obwohl Mailand ist natürlich was sehr, sehr Besonderes, muss man sagen, dort nochmal spielen zu dürfen. Ja, ist, glaube ich, für jeden Fußballer was Schönes. Aber ich denke, die anderen 2 Vereine, gerade Olympiakos mit ihren Fans zu Hause, ist auch nochmal was Besonderes, weil die griechische Mentalität, glaube ich, unter den Fans, Ultras sozusagen, ist immer was Besonderes und habe ich noch nicht live erlebt. Deshalb freue ich mich auch darauf. Ja. Auf welchen Milan-Spieler freust du dich am meisten jetzt? Ja, ich glaube, Higuain ist einfach was Besonderes. Ne? Weil, also meine Frau kommt aus Neapel oder ist Napolitanerin. Ihre Familie wohnt da auch und ja, dadurch, dass er in Neapel gespielt hat, ist es natürlich dann noch ein bisschen ja, was Besonderes und freue ich mich, glaube ich, am meisten. Ja, Milan, in den letzten Jahren haben sie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Dieses Jahr sind viele neue Stars dazugekommen. Wie siehst du die Mannschaft jetzt? Bin ich ehrlich, habe ich nicht so verfolgt. Also italienische Fußball, ich habe mehr Napoli dann geschaut. Ja, habe ich nicht so verfolgt, was AC jetzt gemacht hat. Von daher kann ich das jetzt diese Saison noch nicht so ja, beurteilen, sage ich mal. Aber ich glaube, in den nächsten 1-2 Wochen, mit denen wir noch Zeit haben, uns auf das Spiel dann auch vorzubereiten, werden wir einiges über den Gegner noch erfahren und selber Infos reinholen. Dann werden wir mehr wissen. Also 20 Bundesligaspiele. Ja. Was sind die schönsten Momente deiner Dortmund-Karriere? Die schönsten? Es gibt ein schönes, daran erinnert man sich immer gerne zurück. Das war ein Derby. Gegen Schalke, wo wir gewonnen haben, da hätte Schalke bei uns Meister werden können im Westfalenstadion oder im Signal Iduna Park. Und ja, wir haben das Spiel gewonnen und war von uns nicht so eine gute Saison, aber ich glaube, das war eines der wichtigsten Spiele, die ich quasi da in Dortmund miterleben durfte. Was macht den Verein so besonders in Deutschland? Ja, ich glaube, die Fans einfach, ne? So dieses Besondere, was man hat. Ja, Ruhrpott sind alles ehrliche Leute, die direkt und offen sind. Ja, die geben halt viel für den Fußball, so viel für den Verein. Ja, ich glaube, sehr, sehr viele Leute sind da auf der Südtribüne, die Karte einfach bezahlen von ihrem ganzen Lohn am liebsten. Und ja, ich glaube, dass die ganze Liebe einfach zum Verein macht das besonders. Verfolgst du den Verein immer noch, oder? Ja, klar. Also ich bin immer noch, oder ich war damals großer Fan. Wenn man selber Spieler ist und zum anderen Verein wechselt, ist man noch immer Fan, aber nicht mehr so nah dran vielleicht wie vorher. Aber ja, ich verfolge es noch.
Ja, sehr intensiv eigentlich. Wieso bist du 2009 nach Brügge gewechselt? Ja, ich hatte am Ende nicht mehr so viel gespielt und ja, mit vielen Bundesligaspielen, sage ich mal, hat man dann nochmal die Möglichkeit gesehen, auch mal was Neues zu machen. Ja, das habe ich dann gemacht und ja, war eigentlich auch ein guter Schritt auf jeden Fall. Kann mich erinnern, mit 18, 19, 20 warst du schon ein kleiner Publikumliebling in Dortmund. Wärst du vielleicht gerne länger geblieben? Ja. Ja klar, am liebsten bleibt man immer seine ganze Karriere bei einem Verein und beendet die dann, ja klar wäre ich ja, da gern geblieben, ja, logisch. Und du hast gegen viele sehr große Spieler gespielt, Oliver Kahn, Makai, Berbatov. Wer ist der größte Spieler, mit dem du, gegen den du in der Bundesliga gespielt hast und mit dem du gespielt hast? Also mit wem ist einfach eigentlich zu beantworten. Gibt es einen, der halt, also der war halt schon extrem gut, das war Thomas Rosicki, da muss man sagen, das war schon ein Ausnahmespieler, so gerade im Offensivbereich war es schon Wahnsinn, was er manchmal im Training gemacht hat. Aber man muss sagen, auch die anderen Mitspieler, also man konnte von jedem was lernen, jeder war auf seiner Position irgendwie was Besonderes, jeder hatte was anderes Gutes in sich, ne? Wenn ich an Dede denke oder Christoph Metzel da auch und so, die sind schon sehr, sehr gute Spieler, Jan Koller vorne war ein anderer Spielertyp und ja, gibt schon viele, viele halt. Mladen Petric auch, überragender Spieler einfach, ne, guter Typ. Ja, gibt es viele von anderen Vereinen, gegen wen war der Beste? Gibt es viele, ich habe gegen viele Zehner halt gespielt, so Marcelinho, Lincoln, Diego. Diego war auch überragend, muss man schon sagen. Eine kleine Frage, wenn Schalke oder Bayern München an der Tür geklopft hätte 2006, 2007, aha, und dir den Gehalt verdoppelt hat, hättest du ja gesagt oder nein, aus Respekt von Borussia Dortmund? Schwierige Frage. Also ich glaube damals, dadurch, dass ich immer Fan war und so und mein Herz einfach dafür, ja, einfach schwierig, kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, wenn es darauf angekommen wäre, ja, schwer zu beantworten. Ja, jetzt zum aktuellen Borussia Dortmund. Was hältst du von den Verpflichtungen von Witzel und Alcacer und meinst du, dass Bayern endlich bezwungen werden kann in der Bundesliga oder siehst du immer noch eine One-Horse-Title-Race? Ja, ich glaube schon, dass Bayern noch immer das Non-Plus-Ultra da in der Liga ist, aber Dortmund hat dieses Jahr sich gut verstärkt. Also Witzel ist, glaube ich, hat schon sehr gut eingeschlagen, muss man sagen. Ja, so ein richtiger Stürmer hat sie noch gefehlt. Mit Alcacer ist das jetzt eine gute Verpflichtung gewesen. Mal schauen, wie er sich einlebt. Deutschland ist das anders als Spanien. Aber ja, sie werden auf jeden Fall eine gute Rolle oder eine bessere Rolle spielen als letztes Jahr. Und hoffentlich Bayern ein bisschen ärgern. Wie sehr hat die Bundesliga sich entwickelt von den Jahren 2005, 2006, 2007? Ist sie besser geworden oder schlechter geworden? Oder man sagt ja immer, von 2008 bis 2012 ist sie sehr stark geworden. Und dann hat sie ein bisschen abgenommen. Ja, abgenommen. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Man darf früher mit heute nicht mehr vergleichen. Das ist einfach so, diese ganze Entwicklung, die der Fußball genommen hat, bis hin in den Jugendbereich, also die ganzen jungen Spieler, die jetzt schon 12 sind, werden schon anders ausgebildet, als wir es damals geworden sind. Von daher kann man das einfach nicht miteinander vergleichen. Ne? Jedes Jahr ist was anderes und die Entwicklung innerhalb von 10 bis 15 Jahren ist einfach zu groß. Der Fußball hat sich zu viel verändert. Es ist mehr Taktik geworden, mehr läuferisch, mehr Fitness. Von daher kann man das nicht vergleichen. Und ob es jetzt stärker oder schlechter geworden ist, es war einfach ein anderer Fußball. So, das ist halt das. Und die letzte große Frage und dann eine Frage. Ja. Was hältst du vom Sturz von Kevin Großkreuz? Dass er jetzt Weltmeister, dritte Liga in 2 Jahren. Ja, passiert. Ne? Ist jetzt nicht so. Also ich glaube, er hat trotzdem eine super Karriere für sich gespielt. Ich denke, jetzt den Schritt hat er nochmal zurückgemacht, weil er einfach auch Familienmensch ist und wollte halt zu Hause seinen Wohnsitz quasi haben oder nah bei der Familie sein. Deshalb, er ist auch ein ehrlicher Junge, ne? Der guckt dann nicht aufs Geld, sondern geht dann lieber den Weg, den er in seinem Herzen hat. Und ja, deshalb ist es jetzt, finde ich, ist gar nicht dramatisch oder so, wie es ja, viele Zeitungen dann natürlich oder die Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben, wie die es dann darstellen wollen. Ja, aber da gibt er sich, also ihm interessiert das nicht, was auch gut ist. Und, ja. Monaco, Club Brügge und Atletico Madrid mit Borussia Dortmund in der Champions League. Wie siehst du die Chancen von deinen 2 Ex-Vereinen? Ja, schöne Gruppe. Ne? ja, ist schwierig, aber ich glaube, es ist eine ausgeglichene Gruppe, wo Atletico vielleicht sogar Favorit natürlich ist, aber die anderen 3 können alle weiterkommen in die K.O.-Runde. Von daher, ja, interessant auf jeden Fall. Gibt es einen Dortmund-Spieler, mit dem du gerne zusammengespielt hattest, von den jetzigen? Jetzt? Ja. Weiß ich nicht.
Nö, gibt es jetzt keinen, wo ich sage, oh, mit dem hätte ich unbedingt zusammenspielen. Götze, Reus? Ja, mit den beiden schon gerne, ne? Die waren halt in der Jugend ein bisschen weiter unter mir. Ja, klar, sind gute Jungs, so, ne? Also, es wäre schön mit dem zusammen, also hätte ich gerne mit dem zusammengespielt, natürlich, klar, aber ja, ich bin Realist, passiert nicht mehr. Und noch kleine Fragen, Ronaldo oder Messi? Messi. Oliver Kahn oder Manuel Neuer? Oliver Kahn. Premier League oder Serie A? Serie A. Ja? Ja. Makai oder Lewandowski? Lewandowski. Lieber mit dir auf dem Feld verlieren oder ohne dich gewinnen? Ohne mich gewinnen. Ballack oder Kroos? Kroos. Dortmund oder Cottbus, Stadt? Von der Stadt? Dortmund, weil es Heimat, also ist bei mir in der Heimat halt, deshalb Dortmund. Dortmund oder Club Brügge, für wen hältst du an diesem Tag? Dortmund. Vielen Dank für das Interview, danke.